Informationen. Danke. Und wir gehen von Berlin nach Brüssel zur EU, wo dicke Luft herrscht. Obwohl, eigentlich herrscht die ja in Deutschland. Seit Jahren werden hier die EU-Grenzwerte für Stickoxide überschritten. Als Hauptursache gelten Dieselautos. Das will sich die EU-Kommission nicht weiter gefallen lassen und hat deswegen zum Rapport eingeladen. Ihre, so hieß es zuletzt, allerletzte Chance, die drohende Klage vor dem Europäischen Gerichtshof noch irgendwie abzuwenden. Bettina Scharkus in Brüssel. Am Vormittag hat die Bundesumweltministerin vorgesprochen, hat auch gerade eine Pressekonferenz gegeben. Gibt es überhaupt ein konkretes Ergebnis? Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Was hieße das im schlimmsten Fall? Fahrverbote in deutschen Städten? Wurden oder werden denn die Abgastests mit Affen und Menschen in Brüssel besprochen? Ans Bett gefesselt zu sein, und zwar buchstäblich und gegen den eigenen Willen. Das ist eine gruselige Vorstellung. Es hat etwas Entmündigendes, etwas Demütigendes. Auf psychiatrischen Stationen ist das sogenannte Fixieren bestimmter Patienten gängige Praxis. Bislang konnten Ärzte darüber entscheiden, ob und wann fixiert wird. Aber ist das richtig? Dürfen Ärzte einen Freiheitsentzug anordnen? Dürfen Mediziner so sehr in die Grundrechte eines Menschen eingreifen? Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe klärt von heute an genau diese Fragen. Der große Goethe soll einen Intelligenzquotienten von 210 gehabt haben, Albert Einstein immerhin 160. Genau lässt sich das natürlich nicht mehr feststellen, aber logisch, beide waren nach heutigen Maßstäben hochbegabt. Und sie haben ihre Intelligenz genial genutzt. Optimal gelaufen, kann man da sagen. Aktuell gelten fast 2 Millionen Deutsche als hochbegabt, ihr IQ liegt über 130. Aber dieses Potenzial muss erkannt und gefördert werden. In Berlin starteten Bund und Länder heute die Initiative Leistung macht Schule, ausgestattet mit 125 Millionen Euro. Und ein Beispiel aus Düsseldorf zeigt, wie es funktionieren kann. Gleich gibt es bei uns Zucker im Überfluss. Wir beschäftigen uns mit der süßen Droge. Erstmal die Tagesschau aus Hamburg mit Thorsten Schröder. Ja, es fällt schwer, da jetzt sportlich weiterzumachen. Da braucht es schon einen, der ganz natürlich ist, und zwar zweifelsfrei. Der Zweifel kann sich Thomas Dresen nicht erlauben, wenn er mit bis zu 150 Kilometern in der Stunde den Hang hinunterjagt, wie hier in Garmisch. Noch steiler war es vor 1,5 Wochen auf der weltberühmten Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel. Dresen raste auf der berüchtigten Streif zu einem historischen Sieg. Ein abgefahrener Typ eben.